Salto. 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 Palazzo Madama. Eine Reise durch die italienische Politik. Von Gerhard Mummelter. Man kann die aktuelle Regionalwahl in den Abruzzen unterschiedlich interpretieren. Ihre politische Bedeutung ist sicher geringer als jene der jüngsten Regionalwahlen auf Sardinien, vor allem deshalb, weil die Abruzzen eine kleine Region mit kaum 1,3 Millionen Einwohnern sind. Hätte es noch eines Beweises für die Politikmüdigkeit der Italiener bedurft, die Wahl in den Abruzzen hat ihn mit frappierender Deutlichkeit erbracht. Die Wahlbeteiligung sank auf einen historischen Tiefstand von 52%. Fast die Hälfte der Wähler zog es vor, zu Hause zu bleiben, obwohl es um die Verwaltung der eigenen Region ging. Kein gutes Omen für die Zukunft des Landes. Für Regierungschefin Meloni ging es in den Abruzzen um mehr als eine Regionalregierung. Seit ihrem Amtsantritt im Oktober 2022 schien sie unbesiegbar. Nach der überraschenden Niederlage in Sardinien musste sie nun einen Negativtrend befürchten. Das war nicht der Fall. Doch der hauchdünne Sieg in den Abruzzen ist für die Regierungschefin ein magerer Trost. Denn die Wahl bestätigt einen politischen Trend, der seit Monaten anhält. Der Erfolg Melonis geht auf Kosten der mit ihr verbündeten Lega von Matteo Salvini, die fast 20% ihrer Stimmen einbüßte und auf karge 7% absackte. Ein politisches Erdbeben. Im Rechtsbündnis konnte Forza Italia ihren Stimmenanteil von 9% auf 13% erhöhen und die Lega, wie bereits in Sardinien, deutlich überholen. Das beweist, dass das politische Wechselspiel nicht so sehr zwischen Opposition und Mehrheit stattfindet, sondern innerhalb dieser beiden Lager. Der eigentliche Verlierer dieser Wahl ist Matteo Salvini, dessen Lega mit 7,5% ein dürftiges Ergebnis erzielte. Nur vor wenigen Tagen hatte Salvini ein Ergebnis von über 10% prophezeit. Die innerparteilichen Zwistigkeiten in der Lega lassen nun für die bevorstehenden Europawahlen Anfang Juni nichts Gutes befürchten. Vor allem mit Blick auf den Parteiausschluss des EU-Parlamentariers Tony Del Re, der in der Basis der Partei auf wenig Gegenliebe stieß. Del Re hatte den politischen Kurs Salvinis mehrmals scharf kritisiert und ihm Selbstherrlichkeit vorgeworfen. Ihn deshalb auszuschließen, hat sich als Irrweg erwiesen, der offenbar von vielen Wählern missbilligt wurde. Für neue Zwistigkeiten in der Lega sorgt die Forderung der parteiinternen Kritiker, für die bevorstehenden EU-Wahlen den Slogan Salvini Premier aus dem Listenzeichen der Lega zu entfernen. Palazzo Madama. Eine Reise durch die italienische Politik von Gerhard Mummelter. Hallo, einen Podcast zu machen bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick und wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen. Denk daran. Salto. 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 Salto.